Steffen Kerle, Industriedesigner, und teste heute den 3er GT, weil für mich das Thema Raum in meiner Arbeit im Vordergrund steht. Ich hole jetzt noch den Dominik, meinen Mitarbeiter, ab. Wir haben noch einiges zu erledigen heute und vor allem bin ich gespannt, was er zu dem Auto sagt. So, was du gerne abgeholt. Stattlich, stattlich. Das ist eine andere Welt zu manch anderen Autos, die wir schon gefahren sind. Das merkt man auch sofort, dass der viel sportlicher fährt. Dieses Leder hier auch am Lenkrad und am Schalthebel fühlt sich gut an. Was ich schon immer gut finde, ist die Linienführung. Das ist ruhig, aber trotzdem hat es eine gewisse Dynamik. Und so ein Auto muss ja auch eine gewisse Dynamik ausstrahlen. Wir beschäftigen uns ja wahnsinnig mit dem Thema Sitzen. Wir haben jetzt wirklich auch schon einige Sofas entworfen und wir wissen, wie komplex das Thema Sitzen ist. Jetzt musst du dir mal vorstellen, dass ein Sitz, ein Autositz, der komplett verstellbar ist, was es dafür ein Engineering bedarf, dass der auch für jeden, also weißt du, der muss ja auch für einen 2-Meter-Mann wie für einen 1,60-Frau passen. Jetzt werde ich mal ein bisschen Gas geben und dann werden wir hier mal ein bisschen Musik anmachen, ja? Also ich habe erstens mal das Gefühl, dass es modern ist und ich habe auch das Gefühl, dass es so schon ein bisschen auch in eine neue Richtung geht, aber speziell auch was das Thema Raum anbelangt. Bleibst du gleich hinten, oder? Dann kannst du auch den Raum testen. Hast du Platz hinten mit dem Prototyp? Da ist viel Raum hier hinten. Ja? Man kommt rein und man fühlt sich gleich irgendwie weit und frei. Ja, hast du das? Ich glaube, es macht auch die Deckenhöhe aus. Das ist gar nicht so einfach und gar nicht so selbstverständlich, ein gutes Raumgefühl hinzukriegen. Weißt du noch, als wir bei Mirko das Büro eingerichtet haben, bis da mal klar war, wo was eigentlich stehen muss. Kannst du dir jetzt vorstellen, dass wir damit nach Mailand fahren? Allerdings kann ich mir das vorstellen.